Sehr geehrte Frau Präses, liebe Schwestern und Brüder, mein Name ist Dieter Kaufmann und ich möchte mit meiner Lieblingspredigt von Martin Luther beginnen. Luther hat einmal gepredigt: Gott tut wie ein schlechter Maler, der eine Kuh malen will und dann verdirbt er das Gemälde, sieht aus wie ein Ross, folglich muss er drüber schreiben, das ist eine Kuh. Also tut Gott, er sagt, er will der Welt den Heiland schicken, dann verdirbt er das Gemälde, heraus kommt ein hilfloses Wickelkind, also muss er drüber schreiben, beziehungsweise durch Engelmund verkündigen lassen, euch ist heute der Heiland geboren. Deshalb so der Schluss von Luther: Wenn du danach urteilst, was du siehst, bist du verloren. Wenn du aber auf das Wort hörst, dass das ausstreicht, dann verstehst du, wie Gott es meint. Unter diesem Thema vier Aspekte zu dem, was mich geprägt hat, für was ich stehe, was mir wichtig ist. Das erste: Wenn der Heiland der Welt in dieser Gestalt auf die Welt kommt, dann ist in dieser Welt ein Maßstab gesetzt. Und mit dieser Botschaft werden wir gebraucht in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Dann ist eben nicht von vornherein klar. Und das habe ich gelernt, weil ich mit Menschen mit Körperbehinderung in Studienzeiten Wochen, zwei, drei Wochen freizeitweise unterwegs war. Dann ist nicht gleich klar, wer stark und wer schwach ist. Und dieses Denken müssen wir wieder lernen, ob es die Frage der Sterbehilfe ist oder der Frage der Inklusion. Von der Pflege eines Menschen bis hin zur inneren Auseinandersetzung, was Stärke und was Schwäche ist, verändert das einen. Mich hat das in meinen theologischen Fragen, in meinem theologischen Verständnis und Auseinandersetzung geprägt und tut das bis heute. Der zweite Aspekt: Ich verstehe Kirche Jesu Christi als die Kirche, die so sieht, wie Luther es meint, eben immer mit dem Wort. Kirche, das ist dann Kirche, die ihr diakonisches Sehen übt, und inklusive Kirche sein, das ist im Werden, immer im Werden. Und in der Inklusion finden wir zu dem Sehen, was wir schon immer eigentlich waren und sein hätten sollen vielleicht. Teilhabe lernende Gemeinden. Wir sind dann Gemeinden, die mit diakonischen Einrichtungen zusammen unterwegs sich verstehen. Teilhabe lernende Kirche, indem wir nicht immer mehr machen. Wir machen schon viel genug, sondern indem wir das, was wir tun, inklusiv Teilhabe und Gemeinwesen orientiert weiterentwickeln. Der dritte Aspekt: So habe ich meinen Dienst in Gemeinde, im Dekanat, auf der Landeskirchenebene, im diakonischen Werk, auf der Bundesebene, in der Diakonie Deutschland immer verstanden, dass wir so unterwegs sind, letzten Endes gemeindediakonisch sich weiterentwickelnd, dass wir anwaltschaftlich sind, ob im Kirchenbezirk, weil wir uns sozialpolitisch einbringen in die Nahstrukturen, oder auf der Landes- oder Bundesebene, dass wir in Beratungsdiensten eintreten für die, die in dieser Gesellschaft nicht die Stimme haben, ob in der Schuldnerberatung oder Lebensberatung, und dass wir die sind, die die 1 Million Langzeitarbeitslosen, die trotz Hochkonjunktur nach wie vor da sind, nicht vergessen. So Kirche, mitten in der Welt, zugewandt dem Alltag, dem Menschen, mit diesem Blick für den Menschen, weil das unser Zeugnis für das Evangelium ist, in Wort und Tat, gesellschaftlich und politisch, mit einem bewussten Ja zu unserer Rolle in der Öffentlichkeit. Der vierte Aspekt, und das werden wir erst recht mit den Flüchtlingen gemeinsam tun, auf eine intensive Weise weiterentwickeln. In der Integration, in die wir jetzt schon denken, die eine Arbeit sein wird für uns alle. Wir sind ja schon dabei. Und wir werden uns gegen alle dumpfen Stimmen, woher sie auch kommen mögen, nicht davon abbringen lassen. Nicht nur das großartige Engagement unserer Kirchengemeinden, Dienste und Einrichtungen, der Haupt- und Ehrenamtlichen sind es. Auch in der Politik und in den Verwaltungen scheint Subsidiarität wieder neu verstanden zu werden. Und gerade auch das, was wir als Kirche für ein demokratisches Gemeinwesen
beitragen. Als Schlusszusammenfassung: In dem Wort, das gesprochen ist, vergewissen wir uns des Grundes. Aus dem Zuspruch stellen wir uns dem Anspruch. Mit allem, was dazugehört an Dynamiken, mit Diakonie und Kirche, Gemeinde und Trägern zusammen. Diese Dynamik habe ich immer schon als Ausdruck unserer kirchlichen Vitalität genommen, wenngleich die sozialpolitischen, finanziellen, unternehmerischen und arbeitsrechtlichen Themen alles andere als harmlos sein würden. Wenn Sie mich dafür wählen in den Rat, bin ich bereit, meine Erfahrung, mein Engagement und mein an Luther geschultes Sehen gerne einzubringen. Vielen Dank.